So, weiter geht's mit Let's Play Assassin's Creed. Origins, wir machen weiter und wir wollen natürlich noch nicht. Wir brauchen also noch ein bisschen Leveln. Wir werden erstmal mit dem Feuer spielen. Das wäre eine 33er-Quest und wir sind jetzt Level. Es war 34 fast, oder was? Da unten ist es. Nee, noch nicht. Anfang 33. So, wir gucken mal, dass wir gerade da hinten drüber gehen. Also, wir müssen noch ein bisschen was warten, bis wir Flavius ins Leder können. Wir können leider noch ein bisschen. Wir müssen leider noch einen Moment warten. So, warte mal. Kurz, muss ich kurz was anschalten, was machen? Jetzt geht's weiter. So, warte mal. Sorry, meine Katze hat ein bisschen gemauzt. Die ganze Zeit, ich musste gerade das mal klären. So, was müssen wir hier machen? Karte und retten und dann aus der Zitadelle befreien. Litchlor. Oh, das heißt, nächsten Folgen werden wir wahrscheinlich eher ein bisschen Nebenlevel-Quest machen, weil ich gerne ein bisschen leveln will. Da wäre der, aber das wären nicht viele Feinde, oder? So wenig. Da ist noch einer. Oh ja, doch noch. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Das ist unwichtig. Gut. Dann wissen wir aber zumindest, was Sache ist. Und ja, ich habe den Feind gesehen. Jetzt muss ich vorsichtig sein. So, deine letzte Tat war das hier. Wie gesagt, nochmal, wir werden jetzt erstmal nach und nach versuchen, die ganzen Feinde auszuschalten. Plündern, okay, wir brauchen keine. Da ist noch einer. Jetzt sitzt er mit dem Rücken zu mir oder sitzt er mit dem Dings zu mir? Tschüss. Okay. Ich muss ihn ehren, Flavius, unseren Führer, unseren Befreier, den Löwen. Ich werde seinen Namen an jede Wand von hier bis Rom malen. Alle sollen ihn sehen. Stande! Voilà! Flavius der Glänzende, der Goldene, der Erhabene, der Wohlwollende, alle sollen ihn kennen. Flavius, Flavius! Er ist der Gott in unserer Mitte. Seine göttlichen Füße stampfen einen Weg in Rom und alle seine Gegner werden frei. Oh. Bist du putzig gegangen? Wieder die Natur. Wie schafft Flavius das?
Wir müssen leider ein bisschen Level. Wir brauchen aber ein bisschen ein paar Level, bis wir. So, jetzt muss ich gerade gucken, da hinten ist noch ein Feind. Tschüss. So, habe ich jetzt alle oder ist da jetzt irgendwo noch was, was ich wissen muss? Nö, okay. Na dann. Machen wir mal das Türchen auf hier. Danke. Die Götter segnen dich. Das war überhaupt gar nicht der, den ich meinte. Bist du Kade? Deine Mutter hat mich geschickt. Bei Isis. Bist du das bei Jaquan Silva? Lass mich raus. Ich decke dich. Alles gut, Philos. Hilf keine. Achso, die anderen gefangen. So, ja. Dann machen wir das doch mal. Die Tür, die Römer sind ja schon alle tot. Ich muss ihn ehren. Savius, unseren Führer, unseren Befreier, den Löwen. Ich werde seinen Namen an jeden. Wer sind da jetzt? Alle sollen ihn sehen. Alle sollen sie Flavius' Namen kennen. Flavius der Glänzende, der Goldene, der Erhabene, der Wohlwollende. Alle sollen ihn kennen. Flavius, Flavius. Er ist der Gott in unserer Mitte. So, nun Feind? Nö. Ich muss ihn ehren. Flavius, unseren Führer, unseren Befreier, den Löwen. Was gehst du weg? Ich werde seinen Namen an jede Wand von hier bis Rom malen. Alle sollen ihn sehen. Entschuldigung, von wegen unschuldig, der hat den Mörder unseres Sohnes. Also, hier stimmt was nicht. Hast du was gehört? So, als Kadira. Gut, dann gehen wir mal hier raus wieder. Fände? Fragezeichen? Jo. Beschützt den Kyrios! Endabotus in Konsumationen! Gemeinsam! Adieu, bye bye. Gute Nacht. Nirgendwo. Machen wir mal da runter. Gemeinsam. Du Sau zum Krieger! Auf sie, Jungs! Helft mal hier drüben! Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Den römischen Oh, der ist schon Level 36. Helf mir mal hier drüben! Armes Kuhnes! Mach ich sie tot! Den hat's erwischt. Ich will nicht so sterben! Also da, meine Fresse. So, haben wir es jetzt oder da hinten ist noch einer, mindestens. Nett? Zu eurem Schulz und hilf mir, Bayek! Oh.
So, haben wir sie jetzt alle tot, oder? Da ist doch einer mindestens. Ist eigentlich gerade voll irgendwo eingeraten, wo wir gar nicht wollten. So, weiter. Wer sich mit uns anlegen will, wird sich ganz schön umgucken. Du wirst eigentlich wollte ich. Hörst du mich? Was stimmt nicht mit dir? Hey, halt die Waffe griffbereit. Wir sind zu zweit. Keiner schleicht sich unbemerkt an. So, sprich mit Kade. Der Hof, von dem du kommst. Ich weiß, was Flavius getan hat. Wie er unserem Volk das Leben aussaugt. Meine Mutter Nenet. Geht es ihr gut? Ja. Praxila brachte sie nach Balagrai. Danke, Bayek. Du beschützt uns sogar so weit weg vom Land unserer Vorfahren. Warum brachten die Römer euch her? Um ihren Hunger nach Krieg und Eroberung zu stillen. Sie haben eine Ballista. Wir laden sie mit einer Substanz von abscheulicher, brennender Verwüstung. Vitruvius, ein römischer Ingenieur oben am Aquädukt, hat sie erfunden. Dann werde ich diesen Händler des Todes finden. Geh zu deiner Mutter. Sie wird sich freuen, dich zu sehen. Wir sind diese römischen Tyrannen los. So, sprich mit Vitruvius. Wie ist der Ingenieur beim Aquädukt? Wo ist denn das? Da oben. Die war da mal hinten. Aber den Punkt möchte ich gerne noch mitnehmen. Ach, brauchen wir ja nicht. Wir sind da hoch irgendwie. Da ist doch einer. Komm her hier. Ich feiere das Schwert im Witz gerade. Klar, wie gesagt, du kannst Gegner natürlich mit anzünden und die dann dementsprechend auch ablenken. Ich feiere das Game gerade extrem. Ich will es jetzt eigentlich auch, wie gesagt, werden. Wir brauchen halt leider noch ein paar Level. Das ist das Problem an der Sache. So, ich möchte mal ganz kurz da hoch, eben schnell noch. Weil wir ja den Synchro-Punkt wollen, das Kyrenaika-Aquädukt. Da komme ich da hoch jetzt auch noch Probleme? Ja. So, Missionstelefon 3 Schätze plündern. Wir haben weiter wieder Senus. Wahrnehmung gesteigert. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo lang wir runter können ohne Probleme. Hier, Fragezeichen. Oh, das ist nicht gut. Aber was passiert? Ich glaube, wir sind, das Problem, wenn wir jetzt in der Mission sind, haben wir ein Problem.
Nee, so, also wir haben aber den Punkt der Reihe geschafft, also das, was ich wollte. So, machen wir weiter. Gehen wir mal kurz zu dem Typen dahin. Ja, wie gesagt, ein, zwei Level brauchen wir leider noch, bis wir tatsächlich uns Flavius kümmern sollen. Ich habe nämlich nachgeguckt, welches Level, der hat nämlich 35. Wir sind 33. Vielleicht löst die Peitsche deine Zunge. Genug! Meine Arbeiter tragen keine Schuld. Schickt mir Soldaten mit etwas Verstand oder wir finden meine Dioptra nie. Feldherr Agrippa wird davon erfahren. Ein Römer, der sich für Ägypter einsetzt. Sag Agrippa, ich brauche echte Soldaten, die mir im Kampf gegen diese Diebe helfen. Und jetzt zurück zu euren Weinschläuchen, ihr nutzlosen Faulpelze. Bist du dafür verantwortlich, dass sich mein Volk zu Tode schuftet? Dein Volk? Es ist mein Volk. Ich halte es unter diesen äußerst widrigen Umständen am Leben. Doch wer bist du, mein ägyptischer Freund? Bayek von Siwa, Beschützer dieser Menschen. Nun, Bayek von Siwa, ich bin Vitruvius und entgegen der herrschenden Meinung sind nicht alle Römer eure Feinde. Wenn du deinen Leuten helfen willst, dann hilf mir. Unser Werkzeug wurde gestohlen. Mein Messinstrument, die Dioptra, ist wichtig. Ohne sie stoppt der Bau des Aquädukts. Die Lakaien des Feldherrn geben meinen Arbeitern die Schuld. Vielleicht suche ich nach deiner Dioptra. Mit ihrer Hilfe könnte dieser erhabene Fluss bald die Felder der Kyrenaiker bewässern. Sprich mit Dedi bei der Baustelle. Er hatte sie zuletzt. Fortuna sei mit dir, Bayek von Siwa. So. Sind wir fertig, oder? Ne, wir müssen noch ein bisschen, ne? Schließe der gute Römer ab. Okay. Das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir haben die da leider halt noch ein bisschen. So, dann machen wir die als nächstes. Und, ja. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Assassin's Creed Origins.